Ihr alle kennt die gefährlichen und in der gesamten Galaxis gefürchteten Attentäter-Droiden der IG-Serie. Sowohl in der Disney Plus-Serie The Mandalorian als auch schon 1980 in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück hatten diese Droiden ihren Auftritt. Was sie so gefährlich machte und welche Massaker sie teilweise anrichteten, will ich euch in diesem kurzen Video hier zeigen. Also lasst uns auch direkt anfangen. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Das Konzept der IG-Serie, also von Kampf- und Attentäter-Droiden, geht auf die Klonkriege zurück. Als Flood Design Systems verschiedene Modelle von Droiden der IG-Serie für die Konföderation unabhängiger Systeme herstellte. In dieser Zeit entwickelte die Firma die ersten Konzepte für die IG-72 und IG-97 Attentäter-Droiden. Leider wurden diese Pläne nie in die Tat umgesetzt, da die Firma kurz nach dem Beginn der Massenproduktion pleite ging. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden von Holovan Laboratories übernommen, die während der Klonkriege mehrere weitere Modelle der Droiden produzierten und später nach der Gründung des Galaktischen Imperiums, also 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin, mit der Entwicklung eigener IG-Droiden begann. Ein Großteil von ihnen wurde durch den intergalaktischen Bankenclan finanziert als auch betrieben. Ein paar Modelle wurden als Kopfgeldjäger programmiert und eingesetzt. Die Droiden der IG-Serie hatten einen dünnen Körper aus einem stark gepanzerten Trägermaterial, welches durch eine spezielle Legierung wiederholten Angriffen standhalten konnte. Hierdurch war er sowohl zuverlässig als auch besonders haltbar. Die gesamte Serie wurde für Kämpfe, die in hohem Tempo stattfanden, gebaut. Dank seines 360-Grad-Sichtfeldes haben die Droiden einen unglaublichen sensorischen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Zusammen mit ihrer fortschrittlichen Kampfprogrammierung war es ihnen möglich, sowohl im Nahkampf als auch im Blasterkampf mehrere Ziele gleichzeitig anzugreifen. Ihre Hauptaufgabe war die Verfolgung und das anschließende Töten von Verbrechern. Jeder Droide der IG-Serie besaß eine erstaunliche Feuerkraft und eine aufwendige Programmierung, wodurch sie ein hohes Maß an Intelligenz und Unabhängigkeit erwarben. Als Teil einer Reihe von in der Galaxis weitgehend geächteten Attentäter-Droiden war IG-11 so programmiert, dass er den Protokollen der Kopfgeldjäger-Gilde folgte und verfügte über integrierte Last-Minute-Fehlersicherung. Diese Selbstzerstörung sollte verhindern, dass er gefangen genommen wurde und somit seine Technik in fremde Hände fallen würde. Ein weiteres besonderes Modell der IG-Serie war IG-88. Er war einer von 5 identischen Attentäter-Droiden, die von den Holovan Laboratories während der letzten Jahrzehnte der Galaktischen Republik hergestellt wurden. Sie besaßen bessere Komponenten und auch durch ihre Programmierung sollten sie noch aggressiver und skrupelloser sein. Und genau das stellten sie direkt unter Beweis. Nur wenige Augenblicke nach ihrer Aktivierung schlachteten die IG-88 ihre Konstrukteure ab, da sie diese als Gefahr ansahen. Im Anschluss daran entkamen sie aus ihren Laboren und durchstreiften seitdem die Galaxis. Mehrere dieser Droiden arbeiteten später als Kopfgeldjäger, darunter der berüchtigte IG-88B, den wir dann in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück auf Vaders Flaggschiff der Executor zu sehen bekamen. Und damit wären wir mit diesem kurzen Video auch schon wieder am Ende angekommen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich mich über ein kostenloses Kanalabo von euch freuen, falls ihr dies nicht schon getan habt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.